Hallo zusammen. Guten Tag. Ja, und ein frohes neues Jahr 2021. Yay, endlich ist 2020 vorbei. Ja, mal gucken, ob es jetzt besser wird. Tja, wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht und konntet Silvester gut verbringen. Ja, obwohl ja wahrscheinlich bei vielen dann wieder schwierig. Gab auch weniger Geknall, ist mir aufgefallen. Ja, viel weniger. Also bei uns war auch fast nichts. Wir haben einen gesehen, der recht viel Feuerwerk in die Luft geschossen hat, aber ansonsten war es recht still. Keine Böller, kaum Feuerwerk. Naja, ist halt so. Ja, einmal. Aber wenn dann auch Corona-konform aus dem Fenster, ja, also schön einfach nur festgehalten und aus dem Fenster raus, und dann ist das alles gut. Ne? Also schön zu Hause bleiben, genau. Und dann knallen. Und die Beine sind dann schwarz. Das macht ja nichts. Wäre cool. Sieht ja keiner. Man ist ja zu Hause. Ja, das stimmt. Ja, wir wollten das Video kurz nutzen, um auch kurz darüber zu sprechen, was demnächst noch so kurz ansteht bei uns auf dem Kanal. Gar nichts. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, auf Wiedersehen. Nein. Ich hatte ja schon angekündigt, dass es Demon's Souls Lore-Videos geben wird. Es wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen, leider. Mir sehr leid. Ich denke, die meisten von euch haben es mitbekommen, dass der PS5-Verkauf ziemlich... oder der PS5-Kauf sehr schwierig ist, weil es immer nur Verkaufswellen gibt und meistens sind die Dinger nach 5 Minuten aufgekauft. Manche hatten es sich vorbestellen können, das ist auch richtig schön. Das freut mich auch. Ich gehöre leider nicht dazu und langsam habe ich auch irgendwie ein bisschen die Lust verloren, ständig zu gucken, ist da was? Oder, oh, jetzt kommt die dritte Verkaufswelle, jetzt kommt die vierte Verkaufswelle. Oh, ich mache direkt schnell alle Shops auf, gucke, dass ich eine bekomme. Ich habe es im Warenkorb, kann es aber nicht mehr kaufen, weil es nämlich schon ausverkauft ist. So war es beim letzten Mal. Und das heißt, ich werde jetzt warten, bis sich das Ganze mal so ein bisschen beruhigt hat und mir dann eine zulegen plus Demon's Souls und dann mich auch direkt ransetzen und die Lore-Videos dazu machen. Wann das jetzt sein wird, weiß ich leider nicht. Das tut mir, wie gesagt, sehr leid. Bitte hier nicht so enttäuscht oder böse sein. Dafür arbeite ich gerade an einem Bloodborne-Lore-Video zu einem Thema, was sich viele schon gewünscht haben, immer mal wieder. Das wird jetzt auch noch ein paar Tage dauern, aber ich denke, am Ende wird es sich lohnen. Sehr gut. Und ja, gut, natürlich geht es weiter mit Die Reise eines Verfluchten. Kapitel 10 sind wir gerade dran. Wir stehen kurz vor der verlorenen Sünderin und damit auch vor der ersten Herrscherseele, die der reisende Verfluchte sich aneignen wird. Und ja, daneben sitzen wir auch noch in unserem Dark Souls 3 Together. Genau. Da hatten wir uns jetzt überlegt, dass wir möglichst jeden Freitag eine Folge rausbringen ab demnächst, also ab wahrscheinlich dieser Woche Freitag. Ja, da haben wir auf jeden Fall irgendwas, was regelmäßig ist und wo man sich drauf auch verlassen kann, dass es rauskommt. Ja, erstmal das und zweitens ist es ja auch was für nebenbei zwischendurch, was halt auch nicht wirklich aufwendig ist. Im Gegensatz eben zu den ganzen Lore- und Geschichtenvideos, die eben wirklich sehr aufwendig sind und zeitintensiv. Aber das könnte man, wie gesagt, zwischendurch machen. Es wird ja auch gern gesehen und das würde man natürlich auch gerne weitermachen. Genau. Tja, das waren unsere Neujahrsgrüße 2021. Das Jahr hat gerade erst angefangen. Wenn das Video veröffentlicht wird, sind ein paar Tage schon rum. Ja, aber wir hoffen, es wird ein gutes Jahr und dass wir auch ein paar schöne Videos rausbringen und allgemein, dass sich die Situation irgendwie verbessert. Genau, es kann eigentlich nur besser werden. Hoffen wir es mal. Vielleicht gibt es ja sogar eine PS5 irgendwann für dich in diesem Jahr. Oh, das wäre richtig klasse. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Genau. Tja, ansonsten gehen wir mit vollen Ambitionen in das neue Jahr rein und ihr hoffentlich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Genau, dann bis dann. Macht's gut und bis dahin. Ciao.